Audio-Post. Geklickt. Gehört. Unzählige Passwörter, unzählige Male schon erneuert. Wöchentliche Firewall-Updates und ein modernes Antivirenprogramm. Mal ehrlich, meist blenden wir diese Themen doch aus, wenn wir am PC sitzen. Der Computer ist natürlich zu einem ständigen Arbeitsmittel geworden. Der Mensch ist bequem, er will jetzt arbeiten und nicht erst später, wenn dann alle Aktualisierungen durch sind. Andreas Wiesler ist Computerspezialist und Geschäftsführer von Go Security. Er berät seine Kunden regelmäßig in Sachen IT-Sicherheit und weiß, unser Computer ist der Safe der Neuzeit. Es reicht also nicht mehr, das Antivirenprogramm einmal in der Woche zu aktualisieren. Jeden Tag kommen über 352.000 neue Schädlinge dazu. Gerade die letzten Ransomware-Angriffe zeigen, wie schnell das geht, und weltweit ist ein großer Schaden zu verzeichnen. Online-Banking-Account, die Familienfotos oder Bewerbungsunterlagen. Wie schützen wir unsere Schätze? Ganz, ganz wichtig, der Computer muss immer auf einem aktuellen Stand sein. Das bedeutet, das Betriebssystem, die Software, die ich nutze, das Antivirenprogramm muss immer auf dem neuesten Stand sein. Und da spielt es keine Rolle, ob es um ein MacBook, Windows oder Linux-PC geht, weiß Experte Andreas Wiesler. Seine Tipps? Für mich gibt es 5 Punkte, die es einzuhalten gilt. Der allererste ist die Aktualität. Schauen Sie darauf, dass das Betriebssystem immer auf dem aktuellen Stand ist. Zweitens, nutzen Sie ein Antivirenprogramm. Das dritte, nutzen Sie eine Firewall. Eine Firewall können Sie sich vorstellen wie der Türsteher, der darauf achtet, wen lasse ich rein, wen lasse ich nicht rein. Viertens, überprüfen Sie die Links. Zeigen die auf irgendetwas, das eigentlich gar nicht sein kann. Und fünftens, denken Sie zuerst nach. Macht das wirklich einen Sinn, was da steht in dieser E-Mail? Und erst dann klicken Sie auf den Link. Die 100%ige Sicherheit gibt es zwar nicht, sagt der Profi, aber... Ich bin felsenfest überzeugt, wenn Sie sich an diesen 5 Tipps orientieren, können Sie sich heute wie auch in Zukunft vor diesen Schädlingen schützen. Audio Post. Geklickt. Gehört.